Ich freue mich, Sie im Namen von Mozesi hier begrüßen zu dürfen zu unserer Präsentation. Ich möchte Ihnen für all jene, die mit unserem Unternehmen jetzt nicht so vertraut sind und mit unseren Produkten, vorab einmal einen kurzen Überblick geben über unsere Produktpalette, über unser Unternehmen. Wer ist Mozesi? Wo sind wir? Was sind unsere Werte generell? Und danach möchte ich natürlich auf das Hauptthema eingehen von der Präsentation, worum es heute gehen wird, über unsere neue Monster KZN. Ist unser neuestes Produkt und wir haben die Monster KZN auch hier bei der GrindTech ausgestellt, bei unserem Stand in der Halle 3. Also nur um vorab schon einmal vorwegzunehmen, dass Sie dann auch jederzeit gern eingeladen sind, jederzeit vorbeizukommen und sich die Maschine anzusehen live. Also wir stellen grundsätzlich zwei Arten von Schleifmaschinen her. Das sind spitzenlose Schleifmaschinen der Linie Monza und Flachschleifmaschinen von der Linie Viotto. Grundsätzlich sind alle unsere Maschinen mit CNC ausgestattet, sprich bei der Linie Monza sprechen wir hier von der Basisausstattung mit einer CNC-gesteuerten Achse bis hin zu 6 CNC-gesteuerten Achsen, automatische Abrichtung von der Regelscheibe, Schleifscheibe und so weiter. Also wir haben hier ein relativ breit gestreutes Spektrum an Maschinen, wenn es jetzt um die Automatisierung geht, von der Maschine selbst, aber selbstverständlich auch alles, was rund um die Maschine herum passiert. Wir bieten nämlich Turnkey-Systeme an, sprich wir bieten unsere Maschinen an, plus automatische Be- und Entladung, integrierte Messsysteme, also wirklich alles, der gesamte Produktionsprozess, der vollautomatisiert ablaufen kann, aus einer Hand. So ist unsere Strategie. Viotto-Schleifmaschinen, ganz kurz, und geht es hier zwar jetzt im Detail nicht, aber auch hier haben wir eine Flachschleifmaschine bei unserem Stand. Und grundsätzlich kann man hier ein- oder beidseitig flache Teile schleifen, verschiedenste Automatisierungsmöglichkeiten, man kann die Teile rotieren, schleifen, interpoliert schleifen. Also wir sind ja relativ flexibel und kundenspezifisch ausgerichtet. Und auch hier sind Sie eben, wie gesagt, gerne eingeladen, wenn Sie sich dafür interessieren, bei unserem Stand vorbeizuschauen. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir alle unsere Maschinen sehr kundenspezifisch, wie gesagt, ausrichten. Sprich, gemeinsam mit dem Kunden wird ein Konzept entwickelt. Wir möchten nämlich wirklich alle unsere Anforderungen der Kunden erfüllen. Da sprechen wir jetzt einerseits von den Möglichkeiten, also vom Investment-Level, aber natürlich auch die Anforderungen an die Schleifergebnisse, der Automatisierungsgrad, was ist die Produktionsmenge, die erreicht werden soll oder eben Zykluszeit in dem Sinne. Und dann gibt es natürlich immer Präferenzen von den Kunden, Präferenzen, was das Automatisierungskonzept betrifft. Insofern ist der Austausch mit den Kunden natürlich sehr wichtig und wir bieten keine Katalogmaschinen an, sondern eben kundenspezifische Systeme. Unser Headquarter ist in Italien, im Norden von Mailand, da ist auch unser Hauptproduktionsstandort. Wir haben auch weitere Standorte in Österreich, in den USA, einen Standort in China seit 1,5 Jahren, in der Türkei und in Ägypten. Und zusätzlich zu unseren Standorten, die eben rund um den Globus verteilt sind, arbeiten wir mit zahlreichen Geschäftspartnern zusammen, um eben noch näher bei unseren Kunden sein zu können, um die Kunden noch besser erreichen zu können und vor allem auch in der Landessprache mit den Kunden kommunizieren zu können. Mitarbeiter haben wir 80 rund um den Globus, also da spreche ich jetzt von allen unseren Mitarbeitern an allen unseren Standorten. Wir haben natürlich dadurch eine relativ große Reichweite und sind in über 50 Märkten aktiv und versuchen natürlich ständig unsere Marktreichweite zu erweitern. In unserem Unternehmen gibt es natürlich, und ich bin mir ganz sicher, dass es bei jedem von Ihnen genau gleich, Werte, die gelebt werden, Werte, die von unseren Mitarbeitern gelebt werden, Werte, die wir unseren Kunden gegenüber, unseren Lieferanten gegenüber auch pflegen. Da gehört einerseits Teamwork dazu. Wir sind der Meinung, dass grundsätzlich ein Erfolg der Erfolg des ganzen Unternehmens ist. Das heißt, wir ziehen alle an einem Strang und versuchen gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das Ziel unserer Kunden, dass am Ende der Kunde zufrieden ist und am Ende natürlich alle zufrieden sind. Performance ist vollkommen klar, also wir möchten Produkte höchster Qualität anbieten, die Schleifergebnisse erreichen, die Erwartungen übertreffen von unseren Kunden. Integrität ist bei uns sehr wichtig, weil wir eben nicht auf kurzfristige Erfolge ausgelegt sind, sondern es ist uns eben besonders wichtig, langfristig mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Langfristige Kundenbeziehungen bedeutet, dass man eben auch nicht verspricht, was man nicht versprechen kann, sondern dass man offen und ehrlich kommuniziert, dass man mit den Kunden ausspricht, was ausgesprochen werden muss und somit eben auch tatsächlich Vertrauen aufbaut.
Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig. Wir alle haben es in den letzten Jahren erlebt, dass sich das Marktumfeld ständig ändern kann, dass absolut unvorhergesehene Entwicklungen passieren können, allein mit Covid, die jetzige Situation. Also Anpassungsfähigkeit ist nicht nur im Unternehmen und was die Produkte betrifft wichtig, sondern ich glaube generell, was die Organisation betrifft, wichtig und das Mindset. Also ist auch ein Wert, den wir leben. Und natürlich Innovation, weil gerade weil sich die Märkte auch, was unsere Produkte betrifft, immer weiterentwickeln, ist es natürlich wichtig, hier am Ball zu bleiben und die Entwicklungen vorauszusehen, was wird also morgen benötigt, was können wir heute schon tun. Unser Unternehmen existiert seit über 100 Jahren, das heißt, wir haben viele Jahre Erfahrungsschatz und wir versuchen uns ständig weiter zu verbessern, sprich wir arbeiten auch mit Hochschulen zusammen, haben hier sehr viel Forschung und Entwicklung, haben auch einen eigenen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Italien, wo wir mit Universitäten gemeinsam eben Forschung betreiben und die Marktentwicklungen vorauszusehen versuchen und darauf dann reagieren. Worum es jetzt aber eigentlich bei der Präsentation geht, ist unser allerneuestes Produkt, die Monza KZN. Das ist unsere neueste Spitzenlos-Rundschleifmaschine. Hier sehen Sie einen Auszug aus dem virtuellen Showroom für all jene, die jetzt eben zugeschaltet sind und nicht hier persönlich teilnehmen können. Man kann die Maschine so in 3D auch auf unserer Website ansehen. Aber die ist eben, wie gesagt, auch in der Halle 3 bei unserem Stand. Der Stand ist 3087, hier, wo Sie sie wirklich hands-on ansehen können und natürlich auch mit unseren technischen Experten vor Ort diskutieren können. Ein wichtiger Punkt bei dieser Maschine ist die Vielseitigkeit. Und zwar handelt es sich jetzt nicht um eine Maschine, die rein oder, sag ich mal, spezialisiert fürs Durchgangsschleifen geeignet ist oder rein fürs Einstichschleifen geeignet ist, sondern hier wollten wir unseren Fokus wirklich auf eine Maschine setzen, die in beiden Bearbeitungsprogrammen, Bearbeitungsmodi eben optimale Ergebnisse liefert. Man kann beispielsweise Flachführungen, aber auch Rollenführungen an der Maschine montieren. Sprich, wir versuchen hier oder haben hier versucht, möglichst flexibel zu sein, was die Ausstattung der Maschine betrifft und flexibel zu sein, was den Bearbeitungsmodus betrifft. Die Maschine ist in 7 Baugruppen unterteilt. 7 Baugruppen deshalb, weil es natürlich irrsinnige Vorteile bringt, wenn man bei der Wartung beispielsweise die Wartung an nur einer Baugruppe vornehmen kann. Wenn man sich dafür entscheidet, im Nachhinein betrachtet, dann die Maschine mit automatischer Auswuchtvorrichtung oder dergleichen auszustatten, ist die Maschine schon vorab dafür konstruiert, dass es eben relativ einfach und unkompliziert funktioniert. Was aber ganz sicher der Hauptpunkt und auch das Hauptmerkmal von dieser Maschine im Vergleich auch zu unseren anderen Linien ist, ist die Automatisierung. Wie schon vorher erwähnt, haben wir bei unserer Monza-Linie, also bei der anderen Generation, der Linie 20, die ich vorher erwähnt habe, natürlich auch CNC-gesteuerte Achsen. Wir starten mit einer und es gibt bis zu 6 CNC-gesteuerte Achsen. Bei dieser Maschine hier allerdings starten wir mit 6 CNC-gesteuerten Achsen. Bedeutet natürlich, dass das Einstiegsmodell bereits einen sehr hohen Grad an Automatisierung aufweist. Man kann bis zu 11 Achsen CNC steuern bei der Maschine, sprich die Konuseinstellung der Teile, die automatische Einstellung von der Höhe des Auflagelineals, die Kühldüsen können mit CNC programmierbar sein, die Neigung von der Regenscheibe beispielsweise. Also wir haben wirklich zahlreiche Möglichkeiten, hier die Maschine zu automatisieren, um tatsächlich zu gewährleisten, dass möglichst wenig Bedienereingriffe notwendig sind bei der Maschine. Ist jetzt besonders bei komplexen Profilen, bei eventuell kleineren Losgrößen, wo Rüsten oft notwendig ist, wo oft ein Teilewechsel stattfindet, natürlich besonders interessant. Und all diese Achsen sind natürlich optional. Sprich, wir starten mit 6 CNC-gesteuerten Achsen und je nachdem, was für Teile man dann auf der Maschine schleifen möchte, kann man die Ausgestaltung entsprechend vornehmen. Natürlich ist so eine Maschine, gerade wenn wir von einer hochautomatisierten Maschine sprechen, meistens mit einem automatischen B- und Entladesystem ausgestaltet. Ist so, dass wir natürlich auch jahrelange Erfahrung haben in der Zusammenarbeit mit Herstellern, die Automatisierung anbieten. Hier sprechen wir von allen möglichen Automatisierungskonzepten, die man so sich vorstellen kann am Markt, die mit einer Centerless-Schleifmaschine verknüpfbar sind. Roboter beispielsweise, Portallader oder eben auch Beladebänder, Rüttelbelader. Also hier gibt es eigentlich keine Grenzen, wenn man das mal so offen sagen kann. Und wir haben hier auch Zusammenarbeit mit zahlreichen Herstellern von Automatisierungssystemen.
Mit diesen betreiben wir ebenfalls F&E, also wir forschen auch gemeinsam mit unseren Partnern, mit denen wir seit langen Jahren ebenfalls zusammenarbeiten, weil die eben auch immer Rückmeldungen vom Markt bekommen. Wir bekommen die Rückmeldungen vom Markt und so kann man sich gemeinsam weiterentwickeln und so kann man gemeinsam auch Konzepte entwickeln, die am heutigen Stand der Technik sind, die die heutigen Erwartungen erfüllen. Eine besondere Neuheit an dieser Maschine ist auch die künstliche Intelligenz. Also vorweg, es sind natürlich alle unsere Schleifmaschinen mit Industry 4.0 ausstattbar. Bei dieser Maschine allerdings sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Hier ist nämlich eine künstliche Intelligenz in der Maschine integriert. Sprich, es gibt natürlich zahlreiche Sensoren in der Maschine, die die Umgebungsbedingungen messen. Sensoren an der Schleifscheibe, an der Regelscheibe, Vibrationssensoren, Akustiksensoren, Temperatursensoren. Und all diese Informationen werden von der Maschine kontinuierlich gesammelt, gemeinsam mit den Werkstückdaten, eben dem Material, der Härte, der Daten etc. Und durch diese Informationen und durch die Verknüpfung mit den Schleifergebnissen lernt die Maschine dann, was sind die optimalen Einstellungen für diese Teile. Und wenn dann in der Zukunft ein weiterer Auftrag kommt, ein anderes Teil kommt, mit ähnlichen Voraussetzungen, dann hat die Maschine schon so viele Teile-Daten gespeichert, dass man hier darauf zurückgreifen kann und schon von vornherein mit besseren Einstellungen startet. Also die Einstellungen werden hier nicht manuell vorgenommen, sondern von der Maschine schon vorgeschlagen und auch eben vorgenommen. Und je nachdem, wie viel man schleift, wie lange die Maschine im Einsatz ist, desto besser werden die Schleifergebnisse, kann man so zusammenfassend sagen. Also, Industry 4.0 habe ich vorhin erwähnt, sind natürlich unsere Maschinen damit ausgestattet, hat irrsinnige Vorteile, wenn es darum geht, ortsungebunden, zeitungebunden, jederzeit in Echtzeit auf die Produktionsdaten zugreifen zu können. Man hat jederzeit einen Überblick, wie sind die Produktionsergebnisse, wie ist der Stand, was ist die Ausschussrate. Industry 4.0 ist natürlich mit Drittanbietersystemen verknüpfbar, sprich integrierbar ins ERP-System des Kunden. Die Daten können verknüpft werden mit den anderen Umgebungsdaten beim Kunden. Und auch hier werden die Verbesserungen der Schleifergebnisse natürlich getrackt und auch hier kann auf diese Verbesserungen zugegriffen werden und im Zeitverlauf eben gesehen werden, wie sie sich entwickeln und auf einem Dashboard das Ganze dann jederzeit an jedem Ort zeitungebunden. Der letzte Punkt von dieser Präsentation ist Design und Stabilität, bewusst zusammengefasst, weil es ja zwei Begriffe sind, die an sich oft gegensätzliche Begriffe sind oder oft muss man Kompromisse bei einem eingehen, um dann beim anderen optimal agieren zu können. Hier haben wir Design und Stabilität verknüpft bei dieser Maschine, also die Maschine hat ein sehr elegantes Design. Ich glaube, man kann es hier erkennen, aber bei der Maschine selbst werden Sie es vor Ort dann, denke ich, auch bestätigen können. Sprich, ich glaube, wenn man von einem italienischen Unternehmen spricht, ist es klar, dass Design immer eine gewisse Rolle spielt, aber gerade in unserer Branche kann man bei der Stabilität natürlich absolut keine Kompromisse eingehen, weswegen wir hier bei dieser Maschine auch, was die Stabilität angeht, auf das Maximum gesetzt haben. Das Maschinenbett ist aus Polymerzement, macht die Maschine natürlich entsprechend schwer, also wir sprechen hier von 14 Tonnen Gewicht, was natürlich einen großen Einfluss hat bei Vibrationen, wenn man da schon einmal so ein Gewicht von der Maschine selbst hat, aber natürlich auch generell größer dimensionierte Führungen, größer dimensionierte Schrauben, generell sind die Komponenten bei dieser Maschine größer dimensioniert und daher sehr robust. Sprich, hier bei engsten Toleranzen, komplexen Profilen kann man optimale Ergebnisse erreichen. Und das haben wir bei der Erstellung oder bei der Entwicklung von der Maschine eben versucht zu erreichen. Und im Nachhinein betrachtet kann man sagen, dass uns das, denke ich, sehr gut gelungen ist. Wie erwähnt, ist die Maschine bei uns vor Ort. Unser technischer Leiter ist auch bei uns vor Ort, um Ihnen Detailfragen noch zu beantworten. Aber natürlich können Sie auch jederzeit jetzt schon Fragen stellen, falls irgendeine Fragen aufgekommen sind, die wir klären könnten, sollten, die Sie interessieren. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich noch ganz kurz gerne anmerken, ich bin noch nicht ganz fertig.
Wir möchten nämlich, und das ist uns ganz besonders wichtig, weil wir wissen, dass immer hinter so einer Neuentwicklung sehr viel Aufwand steckt, sehr viel Entwicklung steckt, Zeit steckt, Leidenschaft steckt. Wir möchten uns bedanken bei unserem gesamten Monsesi-Team, bei unseren Kunden, bei den Lieferanten, die uns geholfen haben, gemeinsam diese Maschine zu entwickeln und uns somit unser Produktsortiment noch zu erweitern und zu vervollständigen. Und ich möchte mich natürlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, alle, die hier persönlich jetzt teilnehmen und alle, die natürlich auch so über Video zugeschaltet sind. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei unserem Stand begrüßen dürfen und Ihnen hier die Maschine dann zeigen könnten, auch über unser Unternehmen sprechen könnten. Also besuchen Sie uns gerne jederzeit. Wir sind heute und auch morgen den ganzen Tag noch hier vor Ort. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Veit. Sie haben ja eben schon aufgerufen zu Fragen. Thema Maschinenneudenken, Maschinenkonzepte neu denken. Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 ist irgendwo bei uns in aller Munde. Freut mich zu hören, dass die Maschinenhersteller auch daran arbeiten und uns als Schleifer dann unterstützen, da weiterzugehen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Maschine lernt 4.0, die Daten werden weiterverarbeitet. Wird die Maschine auch schon mit dem Grunddatensatz angelernt und bevor sie ausgeliefert wird, oder fange ich ganz von vorne an? Nein, also sie wird mit Grunddaten befüttert. Man muss jetzt dazu sagen, man hat natürlich gewisse Grunddaten, aber ich glaube, dass das wichtig ist, also sie startet jetzt nicht bei Null, sondern sie startet schon natürlich mit einem, ab einem gewissen Level, aber gerade wenn die Maschine beim Kunden im Einsatz ist und nachdem sie ja sehr vielseitig ist, also für Einstiegschleifen und Durchgangsschleifen geeignet ist, ist es, glaube ich, dann besonders, wenn sie beim Kunden ist, relevant, weil sie wird mit Grunddaten gefüttert, aber sie ist ja dann in der Produktion beim Kunden jeden Tag im Einsatz, wo viele Teile dann drüber gehen und wo jeden Tag, jede Sekunde neue Daten hinzukommen.